So, schönen guten Abend, liebe Freunde. Wir spielen die Gothic 2 Modifikation aus dem Leben eines Diebes. Eigentlich wollte ich sie nur Let's Playen, aber ich denke, man kann sie ruhig ausstreamen. Sie ist einfach zu gut von der Qualität her. Das muss gezeigt werden. Es gibt ja genügend Leute, die das auf YouTube gar nicht mitbekommen. Ja, moin moin, lieber Senpai. Da bist ja schon. Was ist bisher passiert? Eigentlich nicht viel. Wir waren auf einem Piratenschiff, wurden über Planke geworfen, hatten nichts mehr bei uns, wurden da vorne abgesetzt mit einer Mission, sind dann hier rüber geschwommen und haben bisher nur diesen kleinen Bereich hier kennengelernt. Also es gibt hier Matrosen, es gibt hier Obdachlose, die heißen auch wirklich so. Und was ich schon sehr geil finde, die haben ihre eigenen Ambientdialoge, die reden alle mit mir und ach, das ist einfach herrlich. Es gibt hier Leute, die haben so eine ähnliche Stimme wie Greg in Gothic 2, da bin ich ja fast aufgesprungen, so geil ist das. Naja, was soll ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also bisher war ich nur da drinnen in dem Haus. Mit dem Wiebert habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ach, das war dieser verrückte Sitt. Da gab es auch, ja, das war die letzte Folge eigentlich. Den habe ich vorne in diese Richtung irgendwo bei einer Pfanne erwischt. Der hat da einfach in die Pfanne gepinkelt. Jetzt mal ohne Witz. Der hat echt in die Pfanne gepinkelt. So richtig unverschämt. Und der ist ein bisschen verrückt. So ein bisschen wie Baal Netbeck. So, das war der Fergus. Mit dem haben wir auch schon gesprochen. Ist ein Fischer, den man schwer erkennen kann. Der hat uns auch eine Aufgabe gegeben. Das waren Matrosen. Okay, ich lese mal kurz den Chat. Hi, Senpai. Oh Mann, du wärst dir besser nicht aufgetaucht. Du bist der falsche Mann am falschen Ort. Das ist Ryger. Hey, grüß dich. Du bist ja auch da. Hallo Marcello, habe gerade das Abspringen von Leitern in Gothic 2 getestet. Bei mir funktioniert es definitiv, mit der Aktionstaste wieder abzuspringen. Mit Gothic 1 Controls an. Ja gut, okay, da muss ich das einfach mal bei mir gucken. Vielleicht ist da irgendwas bei mir verstellt, aber vielen, vielen Dank, Ayeng, dass du das getestet hast. Man lernt nie aus. Sehr schön. Was? Yes, glasklar. Und bei dir, du Dödel? Oh, Icy ist auch da. Super. Hi. Das ist übrigens Jasper, das ist ein Händler. Der hat uns hier aufgenommen. Als wir rübergeschwommen sind, stand er da und hat uns begrüßt. Was gibt's denn sonst noch? Ja, dann habe ich mit dieser Wache hier gesprochen. Der hat dann ein bisschen was über die Stadt erzählt. Und das ist die Pfanne. So, und jetzt passt mal auf. Wenn ich versuche, hier zu braten, ich zeige euch mal, was passiert. War das nicht die Pfanne, die Sid angepinkelt hat? Da kommt sogar eine Warnblendung. Da liegt eine Heilwurzel. Habe ich voll übersehen. Also man wird sogar noch davor gewarnt, ne? Dass dieser Sid da reingepinkelt hat. Wer war das hier nochmal? Der Fischer. Ja, und das ist übrigens... okay, ich habe seinen Namen vergessen. Sorry. Ich habe seinen Namen echt vergessen. Ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Tut mir jetzt echt leid. Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz aus dieser peinlichen Situation wieder raus. Indem ich mal eben kurz nach dem Namen gucke. Das ist peinlich, ich weiß. Ich habe den Namen vergessen. Ich bin da echt schon ein bisschen komisch in so Sachen. Ich habe halt Alzheimer mit meinen 67 Jahren. Da kann ich echt nichts dafür.
Das war die zweite Folge. Jetzt gucken wir bei Twitch ein bisschen YouTube. Ich habe irgendwo den Namen. Ein junger Mann wurde von einer geheimnisvollen Organisation zum Dieb ausgebildet. Um seine Fähigkeiten zu beweisen, muss er eine Aufnahmeprüfung in einem kleinen Dorf am Rande des Reiches absolvieren. An Bord des Schiffes, das ihn zu diesem Dorf bringen soll, ist er noch sehr zuversichtlich. Doch dann kommt alles ganz anders. Ach so, es gibt noch gar keinen Namen. Ah ja. Gut, dann habe ich gar nichts falsch gemacht. Hoppla. Dann ist ja alles gut. Dann wissen wir den Namen noch gar nicht. Naja, dann ist es doch nicht ganz so peinlich. Sorry. Ja, ich habe mich auch immer aufgeregt in Gothic 2, weil ich dachte, ich kann nicht abspringen, aber nach dem sechsten Mal durchspielen musste es einfach klappen. Ah ja. Gut, also, dann werde ich jetzt mal hier mal reingucken. Was suchst du hier? Geh, kluges Kerlchen. You fools. What? Ach ja, das ist der Sound von Rift 10. Das war von Herr der Ringe. Camillo, ach genau, mit dem haben wir auch gesprochen. Stimmt. Das war dieser Alchemist und der hatte einen sehr, sehr langen Dialog. Ja, das sind unsere Attribute. Also wirklich. Die Skills sind noch alle am Anfang und sehr niedrig. Und wir haben hier schon ein paar Quests. Die lese ich dann bei Gelegenheit auch vor. Aber zuerst wollen wir hey, mal... Hey, du Arsch! Du bist hier nicht erwünscht. Was? Ich mach die Blutfliege oder ich mach dich fertig. Ich mach die Blutfliege. Ist ja gut. Ich bin ja schon weg. Ja, ja. Das Schöne ist an der Mod, die verwendet ja Ikaros und Lego. Damit hat man viel mehr Möglichkeiten im Gothic-Modding. Hier links oben wird immer die Erfahrung eingeblendet, wie viel man hat, bis zum nächsten Level-Up. Dann sieht man nämlich genau, wie viel man noch braucht. Finde ich sehr interessant. Was haben wir denn hier? Das sind Bürger. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, das typische faulty Modell. Ja, das kommt immer am Anfang dieser Modifikation. Aber ich kann das ruhigen Gewissens wegklicken. Und dann sind wir wieder im Spiel. Also kein wirklich schlimmer Fehler, sondern nur eine Info für den Entwickler Degenerated. War da noch was? Was habe ich verpasst? Hey Gaming, grüß dich. Heute Morgen gesehen und jetzt heute Abend. Also das war eine Ausnahme, ne? Da war ich auf der Arbeit und habe gerade an meinem Smartphone rumgespielt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und dann habe ich gesehen, dass du am Stream warst, Gaming. Da habe ich gedacht, komm, sag doch wenigstens mal kurz Hallo. Adrians Truhe. Der Dietrich ist dafür nicht hart genug. Er würde nur abbrechen. Ah ja, interessant. So, das sind Bürger. Hey, bist du auch hier, um einen Kampf zu sehen? Einen Kampf? Willst du dich jetzt mit mir prügeln, oder was? Nein, hier ist doch Adrians Arena. Jeder, der hierher kommt, will entweder zusehen, wie jemand eins auf die Fresse bekommt, oder selber austeilen. Also, weshalb bist du da? Ah, muss ich noch entscheiden. Aber sicherlich, um jemandem ein paar Smaug zu geben. Genau. Ja, so siehst du auch aus. Der ist ein bisschen bekloppt, der Typ. Ja, Lumpi. Hier links oben werden dann die Erfahrungspunkte eingeblendet, sobald man welche erhält. Den aktuellen Zustand und den Zustand, wann du das nächste Level-Up erreichst. Das ist Adrian. Wer bist du denn? Ich bin Adrian. Söldner, Alchemist, Drachenjäger oder Arenameister. Ganz wie du willst.
Du bist ein Drachenjäger? Oh ja. Und das ist so ziemlich das Einzige in meinem Leben, auf das ich stolz bin. Das war mein letzter Auftrag als Söldner. Ich wurde angeheuert, einen Drachen zu jagen. Niemand glaubte in der Gegend damals an Drachen. Und falls es sie geben sollte, galten sie als unbesiegbar. Aber gezeigt haben wir es dem Vieh. Allerdings habe ich dabei fast mein Leben verloren. Und das hat dann wohl irgendwas in mir ausgelöst. Seitdem versuche ich, eine ruhige Kugel zu schieben. Söldner, stehst du in Bonusdiensten? Nein, das tue ich nicht. Eigentlich bin ich auch gar kein richtiger Söldner mehr. Aber ich war lange Zeit einer. Habe in einer Menge Kriege gekämpft und eine Menge Sachen erlebt. Ich werde aber langsam zu alt für solche Scherze. Den Rest meines Lebens will ich ruhig angehen, anstatt es für einen Apfel und ein Scavenger-Ei aufs Spiel zu setzen. Mal ganz abgesehen davon braucht hier sowieso niemand einen Kämpfer wie mich. Was ist mit der Stadtwache? Die brauchen doch sicherlich immer Leute. Tja, das dachte ich auch. Eigentlich wollte ich mich hier zur Ruhe setzen. Ein einfacher Wächter werden, du weißt schon. Eine ruhige Nachtwache, die man verschlafen kann. Gutes Abendessen, viel Wein und ein hübsches Mädchen, das einen in langen Nächten wärmt. Ja, da sagst du was. Aber nichts davon ist wahr geworden. Gerard will mich nicht in die Wache aufnehmen. Er verabscheut Söldner und mir misstraut er besonders. Ich habe eben nicht seine ritterlichen Werte wie Ehre, Moral und dieses ganze Zeug. Und Mädchen gibt es ja auch keine richtigen. Nicht mal im Puff. Also, Alchemist passt natürlich perfekt in diese Aufzählung. Richtig. Ich meine, wie viele gescheite Söldner kennst du, die nicht vorher Alchemist waren, ne? Nee, mal im Ernst. Ich komme nicht gerade aus einem reichen Elternhaus. Aber mein Vater hatte hart gearbeitet und mir eine Lehre bei einem bedeutenden Alchemisten der Stadt verschafft. Ich habe mich auch ziemlich gut angestellt. Ja, verdammt, es hat mir sogar Spaß gemacht. Aber dann kamen eines Tages Söldner in die Stadt. Oder Banditen, wobei beides ja nicht sonderlich gut voneinander abgetrennt ist. Die haben mir die wildesten Abenteuer erzählt. Und ich bin einfach eines Nachts mit ihnen abgehauen, um Söldner zu werden. Das war 2 Monate vor Abschluss meiner Ausbildung. 2 Monate vor einem ruhigen Leben in Wohlstand. Möchtest du nicht wieder Alchemist werden? Naja, ich glaube, ich kann das nicht mehr richtig. Das würde so einiges an Arbeit erfordern und ich habe nichts. Kein Labor, keine Lieferanten, einfach nichts. Nee, nee, da richte ich lieber Arena-Kämpfe aus. Fergus sagt, hier gibt es eine Arena. Da hat er wohl ein bisschen übertrieben. Die Arena, siehst du hier. Mehr als dieser kleine Platz ist es nicht. Aber kämpfen kann man hier. Das ist vollkommen korrekt. Oh, naja, besser als nichts. Wie läuft es hier ab? Das System ist ganz einfach. Es gibt hier eine Liste im Dorf. Darauf sind alle Kämpfer notiert. Ich habe gegen jeden einen Probekampf gemacht, um herauszufinden, wie gut sie sind. Wieso ist das wichtig? Weil sich der Preis danach richtet. Je schwächer der Kämpfer, desto billiger ist der Kampf gegen ihn. Aber du kannst natürlich nur so viel gewinnen, wie du eingezahlt hast. Also gewinne ich mit einem schwächeren Gegner weniger Geld. Genau so ist es. Noch irgendwelche anderen Fragen? Erzähl mir mehr über die Arena. Was willst du wissen? Was sind denn die Regeln für die Kämpfe? Oh, da gibt es nicht viele. Um genau zu sein, 3 Stück. Regel 1, kein unfairer Kampf. Deine Waffe ist das Schwert oder etwas Ähnliches. Wenn du deinen Bogen ziehst, anfängst Magie zu beschwören oder wegrennst, um den Gegner aus dem Hinterhalt zu erledigen, hast du verloren. Außerdem ist der Kampfplatz hier und nirgendwo anders. Regel 2, keine unnötige Gewalt. Wenn dein Gegner am Boden liegt oder aufgibt, hat er verloren. Wenn du dann weiter drauf einschlägst oder ihn sogar tötest, ist dein Leben verwirkt. Ich veranstalte hier harmlose Kämpfe in freundlicher Atmosphäre. Aber es sind trotzdem Kämpfe. Vorsicht ist dabei immer angebracht. Regel 3, kein Diebstahl, klar? Wir hatten hier schon öfter Scherzkekse, die sich dachten, sie könnten den niedergeschlagenen Gegner einfach ausrauben und seine Waffe nehmen. Wenn du das versuchst, wirst du selbst fertig gemacht
und ausgeraubt. So, und das war's auch schon. Ich denke, das kann ich mir merken. Wer nimmt denn noch an den Kämpfen teil? Das würdest du wohl gerne wissen, was? So läuft das hier aber nicht. Wenn du die Reihenfolge der Kämpfer wüsstest, könntest du dir denjenigen angucken. Vielleicht sogar mal zu einer kleinen Schlägerei provozieren. Dann rechnest du dir deine Chancen aus und überlegst dir gut, ob du dich auf den Kampf einlässt. Ich sag dir mal, wie das hier abläuft. Du sagst mir nur, dass du kämpfen willst. Ich suche dann einen Gegner aus und du musst mit ihm klarkommen, ohne zu wissen, wie stark er ist. Ihm geht es natürlich genauso, das ist nur fair. Deshalb hast du auch nur 5 Minuten Zeit, den Kampfplatz zu betreten, nachdem du für den Kampf bezahlt hast. Es ist also kein zusätzliches Training mehr möglich, sobald du deinen Gegner kennst. Wenn ich meine Kämpfe hinter mir hätte, könnte ich doch die Reihenfolge der Kämpfer weitererzählen, oder? Wenn du das machst, hast du ein Problem mit mir. Mal ganz abgesehen davon würde ich alles abstreiten und niemand würde dir glauben. Schließlich kannst du es nicht beweisen. Und schlag es dir gleich aus dem Kopf, meine Liste stehlen zu wollen. Die befindet sich ebenfalls in der sicheren Truhe und ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Und so wird es auch bleiben. Ist ja ein Ding, die hat ja viel zu erzählen, dieser Adrian. Verwahrst du selber die Einsätze der Kämpfer auf der Liste? Haha, du bist mir einer. Glaubst wohl, du könntest schnell die Einsätze stehlen, was? Ja, das wäre natürlich ein dicker Fisch für dich, ja? Immerhin haben die meisten Kämpfer das Gold für mehrere Kämpfe bei mir hinterlegt. Aber ich kann es dir verraten. Dort hinten steht eine Truhe. Das ist eine der besten Truhen, die jemals gebaut wurden. Ah, deswegen. Da ist alles Gold drin. Aber du wirst sie niemals knacken können. Mal ganz abgesehen davon würde ich dich fertig machen, wenn du dich an der Truhe zu schaffen machst. Ja, es haben ziemlich viele mitgemacht und der einzige Gewinner bei der ganzen Geschichte bleibt unser guter Teichler mit 7 Bucks. Naja, haben halt alle anderen verkackt. Kommt mal vor, ne? Scheiße. Oh je. Warum kämpfen denn die Leute hier überhaupt? Leichte Verletzungen sind doch bestimmt nicht gerade hilfreich bei der Arbeit. Natürlich, ein Kampf ist immer ein Risiko. Aber die Kämpfer haben alle genauso viel Gold bezahlt wie du. Die Besseren wissen natürlich, dass sie gut sind und geben höhere Einsätze mit. Deshalb ist es auch teurer, gegen einen guten Gegner zu kämpfen. Wenn du verlierst, kriegt der Gewinner den Einsatz des Verlierers. Ganz einfach. Also können die Kämpfer nicht nur verlieren, sondern auch gutes Gold machen. Zudem geben diese Kämpfe natürlich auch einiges an Kampfpraxis. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, sind Piraten bei den Bürgern dieses Dorfes immer ein sehr brisantes Thema. Alles klar, aber wie finanzierst du dich? Für jeden Kampf fällt eine Gebühr von 5 Goldstücken an mich an. Das gilt für alle Kämpfe und alle Teilnehmer. Das ist für die Kämpfer alleine nicht viel, aber für mich kommt da mit der Zeit genug zusammen. Ist sehr interessant. Was, wenn ich verliere? Dann hast du verloren, ist doch klar. Dein Gold ist fort und dein Gegner lacht dich aus. Aber du kannst trainieren, wieder bezahlen und dir beim nächsten Kampf dein Gold zurückholen. Im Prinzip ist es gar nicht so schlecht, mal zu verlieren. Es bringt viel Erfahrung und ist gut für den Geist. Es kann eben nicht immer alles auf Anhieb klappen. Also ich muss sagen, ich mag die Stimme von diesem Drachenjäger. Sehr angenehm. Wer ist denn der erste Gegner und wie viel kostet der Kampf? Der erste Gegner ist der Fischer Fergus. Er kostet dich 25 Goldstücke. Der Kerl hat keine Technik und eine beschissene Waffe. Aber alle Leute hier im Dorf sind ziemlich stark. Kommt wohl von der harten Arbeit. Also solltest du niemanden hier unterschätzen. Zumal du auch so ein halbes Hemd bist. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Aber er hat ja recht, wir sind echt ein halbes Hähnchen. Kannst du mir was beibringen? Ja, das wäre doch noch interessant, glaube ich. Wenn du so viel Kampferfahrung hast, kannst du mir doch sicher etwas beibringen, oder? Ich muss gestehen, dass ich ein richtig schlechter Lehrer bin. Ich denke dennoch, dass ich dir einige Grundlagen im Ein- und Zweihandkampf beibringen könnte. Das klingt gut. Da mir durch das Training allerdings Zeit verloren geht, musst du mir einmal als Entschädigung, sagen wir, 50 Gold zahlen. Alles klar. Nun ja, die wir nicht haben, 37 Gold, das ist unser ganzes Reichtum. Mehr besitzen wir nicht. Was ist denn das? Das ist irgendwie eine neue Textur für einen Dreckhaufen oder so. Sieht aber cool aus.
Da ist noch ein Bürger. Los, geh zu Adrian. Warum sollte ich das tun? Ich habe schon viel zu lange keinen Kampf mehr hier gesehen. Ich will mich endlich mal wieder amüsieren. Also los, teil ein paar kräftige Schläge aus. Geil, das meine ich. Die haben wirklich individuelle Dialoge hier. Diese ganzen No-Names, NPCs und Menschen. Hast du schon in der Arena gekämpft? Ich bin doch nicht verrückt. Wer hier kämpft, der setzt Gold auf seinen Kampf. Wenn du verlierst, ist das weg. Und du musst mit den Schmerzen leben. Ich guck da lieber zu. Sicher, dass du nicht mal Geil. Gegen mich kämpfen willst? Nein, 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 Mann. Und selbst wenn, so läuft das hier nicht. Und wie läuft es hier ab? Wie läuft es hier ab? Du gibst Adrian deinen Einsatz und er stellt den Kämpfer. Es heißt, er hat eine Liste, wo alle Kämpfer draufstehen. Das Problem ist, dass niemand die Reihenfolge kennt. So weißt du vorher nicht, gegen wen du kämpfst. Ist es nicht ein bisschen unfair? Ich meine, was ist, wenn Adrian selbst gleich mein erster Gegner ist? Nein, der erste Kämpfer ist Fergus. Fergus! Die Kämpfer danach sind allerdings geheim. Adrian habe ich bisher auch nur einmal kämpfen gesehen. Und da hat er gewonnen. Er kann also auch nicht der zweite Kämpfer sein. Ah, weißt du, wo Adrians Liste ist? Das ist interessant. Weißt du, wo Adrians Liste ist? Würdest du gern mal einen Blick drauf werfen? Was? Ich kann dir versichern, das würden sehr viele Leute hier in Bremba. Aber Adrian hütet diesen Zettel wie ein Scavenger sein Ei. Schade. Ich hätte mich jetzt irgendwie gefreut, wenn wir... Los, geh zu Adrian. Warum sollte ich... Ich hab schon... Also los. Gut, das kennen wir schon. Durch die Tür komme ich nicht rein. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen weiter. Das ist ein Besen, der einfach mal so rumliegt. Da geht's nach oben. Die Carina, das sagt mir doch was. Ich habe eh kein Fleisch dabei, dann kann ich eh nichts braten. Ach Moment, aber ich kann die Fleischwanzen braten. Habe ich gesehen. Yo. Alles Fleisch gebraten. Jetzt haben wir gebratenes Fleischwanzenfleisch. Genau, Lebensenergiebonus 15 Punkte. Direkt mal futtern. Schön gebraten. Puh, hier stinkt es ja gewaltig. Kommt das etwa aus deinem Topf? Was riecht denn hier so lecker? Naja, ich meine, eigentlich müsste man schon ehrlich sein. Irgendwie riecht's komisch, ne? Schade, ich kann nicht mehr speichern. Oh Mann. Aber das mag ich so sehr, diese Konsequenzen, ne? Also Leute, was nehmen wir? Sollen wir lieb sein oder sollen wir frech sein? Der Erste, der antwortet, hat das Vorrecht. Von euch. Oh nein, Teichler, was hast du gesagt? Okay. Puh, hier stinkt es ja gewaltig. Kommt das etwa aus deinem Topf? Ein bisschen mehr Respekt, Junge. Ich könnte deine Mutter sein, also hüte deine Zunge, sonst versohle ich dir den Hintern. Und bevor du über meine Suppe lästerst, probier erstmal eine. Die kostet aber 30 Gold. Ja gut, okay, ich glaube, das war trotzdem in Ordnung, denn wir haben immerhin Erfahrung dafür bekommen, für unseren Mut. Da ist er. Heiligsblecher, wer kommt denn da? Ach, Zip-Zap. Müsste das sein, ne? Something is zip and zapping here. Okay, na dann gib mal eine Portion von deiner Suppe her. Nee, die Brühe rühre ich besser nicht an. Komm, ich probier's mal. Na dann, gib mal eine Portion von deiner Suppe her. Hier, lass es dir schmecken. Carinas Fischsuppe erhalten. Was, ich möchte eine Suppe kaufen? Nee. Wer bist du? Mein Name ist Carina. Ich koche hier Fischsuppe. Ich bin alt, kann nicht mehr richtig arbeiten. Aber meine Fischsuppe,
Die ist was ganz Besonderes. Woher bekommst du deine Fische? Mein Sohn Fergus ist Fischer. Er bringt sie mir, jeden Tag frisch. Deshalb schmeckt die Suppe auch so gut. Ach, jetzt weiß ich. Wenn wir lieb zu der Frau gewesen wären, dann wäre die Suppe wahrscheinlich billiger gewesen. Fergus, also ihr Sohn, von dem wir den Auftrag bekommen haben, eben diese Fischsuppe zu besorgen, der hat uns 25 Goldstücke mitgegeben. Und die hätten eigentlich locker ausreichen sollen. Aber wir haben 30 bezahlt, also irgendwie sind wir dadurch schlechter gefahren. Naja, macht aber nichts. Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Meine Suppe hat es hier im Ort zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Ich habe viele Stammkunden. Falls du mal Streit mit jemandem hast, eine gute Portion meiner Fischsuppe kann so einiges bewirken. Aha. Ich werde es mir merken. Eine gute Portion Suppe kann eigentlich also die Leute beruhigen. Das hört sich wirklich spannend an. Da hat sich die Quest, da hat sich ja schon einiges aktualisiert, nicht nur diese Quest. Arena-Kämpfe, ganz viel zum Lesen, die Regel halt. Adrians Truhe. Adrians Truhe hat ein spezielles Schloss, welches ich nicht mit einem Dietrich öffnen kann. In der Truhe bewahrt er sicherlich etwas Interessantes auf. Die Verwandlung, das war die Quest vom Alchemist. Schuldeneintreiber. Ist wieder was anderes. Naja. Ich habe jetzt hier eine Suppe dabei. Warum arbeitest du dann? Carinas Fischsuppe. Hier hast du die Suppe von Carina, genau. Hier hast du die Suppe von Carina. Jetzt brauche ich die Suppe auch nicht mehr, du Penner. Denkst du, mein Hunger verschiebt sich von einem auf den anderen Tag? Ach du Scheiße. Du schuldest mir 25 Goldstücke. Oh nein! Und zwar heute noch. Und deinen Fisch kriegst du auch nicht mehr. Nicht, dass du auf falsche Gedanken kommst. Oh nein! Ich habe das Gold nicht. Wie du meinst. Denk dran. Heute noch. Sonst bist du fällig. Mist. Da habe ich eine Quest verkackt. Ja, wir haben eine Nacht geschlafen. Und zwar in der letzten Folge, die auf YouTube erschienen ist. Ja, tut mir leid, Fergus. Musste halt noch ein bisschen Hunger schieben. Scheiße. Was? Ich konnte einige Fische fangen? Nee. Ich habe 2 Fische und 7 Goldstücke. Super. Das ist ja wirklich... Also er hat gemeint, heute noch. Sonst gibt's Ärger. Jetzt muss ich irgendwie an 25 Goldstücke rankommen. Zeig mir deine Ware. Also verkaufe ich das, was ich habe, nämlich nichts. Schwerer Ast kann weg. Gebratenes Wanzenfleisch. Carinas Fischsuppe kann wieder weg. Heilkraut muss ich leider verkaufen. Heilwurzel bringt mir gar nichts ein. Die Klappmuscheln sind eigentlich ziemlich wertvoll. Aber... die werde ich wohl verkaufen müssen. So, dann wäre das wenigstens erledigt. Ja, Mist. Habe ich direkt meine Quest hier verkackt. Hier hast du dein Gold. Oh! Danke. Ein zuverlässiges Schwein. Wir haben immerhin Erfahrung dafür bekommen. Das ist ja mal nett. Gut, ich habe noch 2 Fische. Ich konnte einige Fische fangen. Ja? Dann zeig mal her. Ich hoffe, die Ware ist noch frisch. Alle Fische verkaufen. Was? Einzelne Fischsorten verkaufen? Oh, hoppla. Stimmt. Es gibt in dieser Modifikation verschiedene Fischarten, die auch ihre eigenen Modelle und Texturen haben. Was ich auch sehr interessant finde. Ich konnte einige Fische fangen. Ja? Ah, gut. Die Standardware. Die geht hier im Hafen immer gut weg. Schön. Also die Mod finde ich sowas von schön. Ja, ist sie auch. Obwohl wir noch gar nichts gesehen haben, aber sie ist schön, ja. Da hast du recht, Lumpy. Aber wir arbeiten uns so langsam vorwärts. Ich werde jetzt mal eine Fackel anzünden, die ich nicht besitze. Wo kriege ich jetzt eine Fackel her? Ach, ich weiß wo.
glaube, hier war eine Fackel, oder? Nee. Kluges Kerlchen. Aber hier bei ihm waren Fackeln. Da gibt's eine Zange. Klug! Hat mich jemand gesehen oder nicht? Ich muss mal abspeichern. Klug? Ach! Was machst du hier? Da weiß gar nicht, was er sagen soll. Irgendwie peilen die das nicht so richtig. Na warte, du dreckiger Typ. Die Stimme! Doch nicht zu bestehlen. Geil! Die Stimme ist einfach nur geil! Vor der Küste Rembas gibt es so viele Fische, wäre doch eine Verschwendung, wenn man die nicht in Gold verwandeln könnte. Ja, kluges Kerl! Erinnert so ein bisschen an Risen. Na bitte. Na bitte. Geht. Habe ich jetzt eine Fackel? Ja, ich habe eine Fackel. Kluges Kerl! Aber ich brauche noch eine, ich muss die ja wegpacken Na können. Na bitte, geht doch! So, jetzt speichere ich nochmal. Hat keiner was gemerkt. Jetzt kann ich auch die Fackel benutzen. Sehr schön. Dann gehen wir mal nach oben. Da können wir ja nicht rein. In dieses Haus geradeaus. Ja, lieber Paul to Play, das ist... die Modifikation aus dem Leben eines Diebes. Um es kurz zu machen, eine sehr professionell erstellte Modifikation. Vielleicht sogar einer von den überhaupt besten Modifikationen für Gothic 2 mit professionellen Sprechern, was die Sprachausgabe betrifft. Das ist der Ortloff, das ist ein Bürger und das hier ist noch eine Verkäuferin und das hier ist ein großer Markt. Die Carola. Ach, das ist ja süß. Ach. Das ist doch mal ein schöner Stand. Seht euch das mal an. Das sind sogar Herzchen. Das sind Pralinen. Ach, Gottle. Das ist ja süß. So, Carola. Adanos, zum Gruße, Fremder. Was verkaufst du nochmal? Ich bin hier in Remba für Lebensmittel zuständig. Wenn du dir etwas Leckeres zu essen machen willst, kaufst du die Zutaten natürlich bei mir. Abgesehen von den Fischen kocht sogar Carina ihre Suppe mit meinen Zutaten. Und wie die schmeckt, solltest du wissen. Ansonsten hast du etwas verpasst. Ich wage auch zu behaupten, dass meine erlesenen Lebensmittel einen großen Anteil am guten Geschmack der Suppe leisten. Gibt es bei dir nur Fleisch und Brot? Pfeh, Fleisch und Brot. Bei mir gibt es auch wirklich leckere Sachen. Die sind natürlich etwas teurer. Aber solche Genussmittel findest du sonst nirgendwo in der Stadt. Ich habe nämlich Pralinen. Oh, mit Schokolade, die direkt von den südlichen Inseln kommt. In meinem Sortiment habe ich eine exzellente Variante. Und eine, die deine Geschmacksnerven auch ins Reich Innos befördern wird, aber dennoch etwas kostengünstiger ist. Was ist denn Schokolade? Schokolade, du Barbar. Das muss man eigentlich wissen, wenn man als Feinschmecker gelten will. Schokolade ist ein Extrakt aus den Giftzähnen einer besonderen Schlangenart. Tödlich, wenn es falsch zubereitet wird. Du siehst, bei mir gibt es nicht nur exzellente Lebensmittel. Ich weiß auch alles, was man über sie wissen muss. Tatsächlich, du scheinst dich wirklich auszukennen. Da bin ich jetzt aber platt. Wenn ich mal eine Frage habe, komme ich sicher auf dich zurück. Und wenn du etwas kaufen willst, natürlich auch. Yeah, hello, Zipzap. This is a modification in German language. It's always in German language available. I'm sorry, cause I don't think so that the developer of this modification would be translated it in English. I don't think so. Und dein Geschäft läuft gut? Ja, ich kann keineswegs klagen. Über die Zeit kauft ein Großteil des Dorfes seine Lebensmittel täglich bei mir. Ich bin zwar nicht reich,
aber kann wirklich gut leben. Ich bilde momentan sogar einen Lehrling aus. Sein Name ist Alexander und er verwaltet den Stand dort drüben. Aha. Auch sein Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen. Doch, so gut es auch läuft, habe ich, wie übrigens alle anderen hier, Probleme mit Brogan. Was tut er denn? Das, was er immer tut. Er versucht, unsere Geschäfte zu ruinieren. Und das Schlimmste ist, dass er es einfach aus Spaß macht. Warum wehrst du dich nicht? Oh, das würde ich gerne, Freundchen. Am liebsten würde ich ihm seine dreckigen Hände abhacken. Aber das geht natürlich nicht. Er hat viel mehr Geld als ich, deshalb auch viel mehr Zeit. Deshalb kann er ständig neue Aktionen gegen uns und andere Händler planen. Wenn ich so etwas machen würde, naja, die Zeit würde mir einfach im Geschäft fehlen. Das kann ich mir nicht leisten. Aber wenn es mal eine Gelegenheit gibt, ihm eins auszuwischen, ich wäre sofort dabei. Ist ja interessant. Hast ja einen Mordsäbel an deiner Seite. Allerdings, ich bin kein verweichlichtes Zuckerpüppchen. Diesen Säbel habe ich von einem kleineren Piratenangriff vor ein paar Jahren. Ich habe diesem dreckigen Pirat seinen Schädel mit einem Schürhaken eingeschlagen, als er in mein Haus eindrang. Die Waffe behielt ich als Trophäe. Und zur Abschreckung. Wen musst du denn abschrecken? Oder dein Gesicht ist eigentlich schon abschreckend genug? Das ist ja übel, ey. Das sind ja echt krasse Auswahldialoge. Unglaublich. Dein Gesicht ist eigentlich schon abschreckend genug. Mann, Mann, Mann. Marcello WOG, not a problem. I study German, so I will be able to play it once. By the way, the dialogue seems to be really smart and funny. Yeah, you're right. It is funny and smart. Wen musst du denn abschrecken? Remwa ist doch ein friedliches Städtchen. Das denkst du vielleicht. Aber hier hat jeder irgendwie Dreck am Stecken, wenn du mich fragst. Zum Beispiel der Alchemist. Angeblich verwandelt er sich in Tiere oder treibt Unzucht mit ihnen. Aber so genau will ich es eigentlich gar nicht wissen. Auch Reisende sind gefährlich. Das war schon genau genug. Einmal kam ein Fremder in die Stadt, hielt sich für einen besonders geschickten Taschendieb. Er hatte Glück. Damals hatte ich nur einen kleinen Dolch. Sein Vergehen hat ihn nur einen Finger gekostet. Heutzutage traut sich so etwas keiner mehr. Da wäre nämlich sofort der ganze Arm ab. Wenn nicht sogar mehr, mit dem riesigen Säbel? Genau. Also halte dich besser von mir fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Also ich mag die Frau jetzt schon. Brauchst du noch irgendwas? Ich meine, ich komme in nächster Zeit sicherlich viel herum. Mal überlegen. Ja, da gibt es tatsächlich etwas, das du für mich tun könntest. Wie du sicher weißt, verkaufe ich die Pralinen und sie gehen wirklich gut weg. Ich denke deshalb darüber nach, noch mehr Delikatessen in mein Sortiment aufzunehmen. Gut, und? Einer der Fischer brachte diesen merkwürdigen Panzer eines mir bisher unbekannten Tieres zu mir. Er erinnert mich an eine Art Krabbe, ist aber viel größer. Wenn das Fleisch ebenso schmackhaft ist wie Krabbenfleisch, könntest du mit nur einem Tier eine Menge Geld machen. Genau. Ich weiß aber nicht, wie dieses Tier aussieht, wie gefährlich es ist und wo es sich aufhält. Vermutlich irgendwo am Meer, aber sicher bin ich mir da nicht. Du müsstest außerdem das Fleisch probieren, sowohl roh als auch gebraten, und mir dann davon berichten. Und wenn es giftig ist? Tja, am besten du hältst einen Heiltrank bereit. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht selber machen möchte. In Ordnung, ich gehe auf Krabbenjagd. Nee, das ist mir wirklich zu gefährlich. Doch, das machen wir. Wir brauchen ja Quests, ne? In Ordnung, ich gehe auf Krabbenjagd. Dann gib mir aber den Panzer, damit ich weiß, wonach ich Ausschau halten muss. Kein Problem, hier hast du ihn. Gib bei der Suche Acht auf dich und viel Glück. Zeig mir deine Ware. So, die Gute hat ein bisschen Fleisch dabei, Obst, Käse, teure Pralinen, unglaublich, billige Pralinen, Möhren, sehr schön, die sehen auch wirklich schön aus, die Möhren, ja, Eintöpfe, Wasser, alles,
was das Herz begehrt. So, das ist hier der Ortolf. Tretet näher. Tretet näher, Fremder. Mein Name ist Ortolf und ich biete die besten Bögen im ganzen Land an. Wirklich nur die besten? Korrekt. Nirgendwo anders findet ihr eine bessere Qualität als bei mir. Meine Bögen mögen zwar teuer sein, aber sie sind jedes Goldstück wert. Das werdet ihr spätestens merken, wenn die Wölfe da draußen vor euch flüchten und die Banditen es nicht mehr wagen, euch ausrauben zu wollen. Außerdem kann ich dir noch die ein oder andere Jagdtrophäe verkaufen. Theoretisch zumindest. Meine Güte, der hatte auch so viel Dialoge. Too much dialogues to talk. Was meinst du mit theoretisch? Erzähl mir doch, mach mal erstmal das. Was meinst du mit theoretisch? Nun ja, ich habe da einige Lieferprobleme. Was genau meinst du damit? Nun, es ist so. Ich habe Geschäftsbeziehungen zu einem Jäger aufgebaut, der hier in der Gegend unterwegs ist. Der liefert mir regelmäßig Trophäen, die ich dann verkaufe. Anschließend teilen wir uns den Gewinn. Es ist eigentlich ein guter Deal, denn ich habe keine Zeit zum Jagen und er hat keine Zeit, sein Zeug zu verkaufen. Und wo ist dann das Problem? Nun, er hat sich schon lange nicht mehr bei mir gemeldet. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Oder dieser verdammte Brogan steckt wieder einmal dahinter. Weißt du, ich glaube, du bist aus Braga. Bist du von Braga gekommen, ne? So hört er sich an, als wenn der von Varant irgendwo herkommt. Wo könnte sich dein Jäger aufhalten? Oder wenn Brogan etwas damit zu tun hat, wie kann ich es ihm nachweisen? Machen wir erstmal das. Wo könnte sich dein Jäger aufhalten? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er sich überhaupt in der näheren Umgebung aufhält. Schließlich ist er manchmal wochenlang unterwegs. Einmal brachte er mir sogar einen riesigen, gebogenen Zahn von einem Tier aus einer Wüste, nannte er es. Aber Tatsache ist, dass er überall auf diesem verfluchten Kontinent sein könnte. Wenn Brogan etwas damit zu tun hat, wie kann ich es ihm nachweisen? Vor etwa einer Woche habe ich nachts gesehen, wie einer der Händler sich aus der Stadt geschlichen hat. Ich konnte aber nicht erkennen, wer es war. Damals habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht. Aber dann kehrte mein Lieferant ja nicht mehr zurück. Der Schweinehund führte bestimmt Übles im Schilde. Ich wette, es war Brogan. Tja, wir können es ihm aber nicht nachweisen. Das stimmt. Aber einen kleinen Hinweis haben wir. Ich glaube, derjenige wurde in dieser Nacht von einem Viech angegriffen. Ich hörte einen Schrei. Und ich glaube, Brogan stolperte ins Kornfeld und lieferte sich dort mit der Bestie einen Kampf. Deshalb musst du das Feld untersuchen. Wenn du einen Stofffetzen von Brogans Kleidung oder etwas Ähnliches findest, sind wir schon viel weiter. Nun gut, ich werde mal schauen, ob ich deinen Jäger finden kann. Ja, ja. Der ist gut. Eigentlich siehst du aus wie ein Jäger, nicht wie ein Händler. Die Rüstung und so. Ich bin auch ein Jäger. Bei uns im Norden muss man einfach jagen können. Sonst ist man tot. Ackerbau oder sowas gibt es bei uns nicht. Das Erste, was ein Mann bei uns lernt, ist einen Bogen zu bauen und damit einen fetten Reaper zu erlegen. Ich habe sogar eine Kampfrüstung. Bei uns gibt es so allerlei Getier und auch Orks. Aber die ist hier nicht nötig und einfach zu schwer und unbequem. Von einem Reaper habe ich noch nie gehört. Willst du mir die Rüstung verkaufen? Sicher nicht. Die Rüstung ist von unseren besten Schmieden gefertigt. Wahrscheinlich so viel wert wie das halbe Dorf hier. Die kannst du nie bezahlen. Außerdem ist sie von persönlichem Wert für mich. Aber ich habe noch eine von diesen Lederrüstungen zu verkaufen. Die kannst du haben. So abgerissen wie du hier herumrennst, scheinst du ja dringend eine ordentliche Rüstung zu gebrauchen.
Ich, ja, das stimmt. Gut, Schickes Schwert hast du übrigens. Pass auf, dass es dir nicht gleich zwischen den Rippen steckt. Verrate mir, wie ich an eine Waffe kommen soll, wenn der Waffenhändler mein Feind ist. Genau, gar nicht. Außer einer Sichel oder einem Dolch ist nichts drin. Und ich bin doch keine Frau oder so ein Kräuterkunde. Ino sei Dank hat mir Gera dieses alte Ding aus den Beständen der Wache gegeben. Er ist ein guter Mann. Ich kann dir ein Schwert von Brogan kaufen. Du bringst mich auf eine gute Idee. Brogan kennt dich nicht. Behaupte, du willst eine Sonderanfertigung. Ein Schwert mit einer bestimmten Gravur. Eine bestimmte Gravur? Ja, des Meisters Schwert. Es soll ein ordentliches Schwert sein, kein billiger Ramsch zur Dekoration. Und dann werde ich Brogan demütigen. Dann muss er zugeben, dass ich der Meister bin. Der Plan klingt zwar irre, aber gefällt mir. Ich bin dein Mann. Der arrogante Penner wird kochen vor Wut. Ich gebe dir 700 Goldstücke. Bis übermorgen habe ich das Ding. Sonst bist du tot. Oh, schön. Wir kriegen endlich Gold. Viel Glück. Und wehe, du brennst mit dem Gold durch. Klar machen wir das. So dämlich, wie du dich anhörst. Du bist seltsam. Wie war das mit den Rüstungen noch gleich? In der Regel fertige ich sie nur auf Nachfrage an, was aber einige Wochen in Anspruch nimmt. Allerdings hast du Glück. Ich habe noch eine leichte Lederrüstung auf Lager. Die könnte ich dir für ein paar Goldstücke verkaufen. Also der hat echt eine super Sprachausgabe. Auch der hier, unglaublich super, ne? Jeden, mit dem ich bisher gesprochen habe, einfach nur erste Sahne. Wirklich erste Sahne. Erzähl mir doch mal etwas über die anderen Händler. Oh, Carola und Alex sind echt in Ordnung. Wir kommen gut miteinander aus. Jeder von uns verkauft etwas anderes. Außerdem sind es wirklich nette Menschen. Brogan hingegen, das ist ein verdammter Mistkerl. Er versucht alles, um uns andere Händler hier zu unterdrücken und das Leben schwer zu machen. Warum wehrt ihr euch nicht? Oh, ich würde mich wehren. Da, wo ich herkomme, hätte ich den Penner einfach eins übergezogen. Direkt vor allen Leuten. Aber hier gibt es ja die Stadtwache. Da geht sowas nicht. Und nach außen hin lässt sich Brogan nie etwas zu Schulden kommen. Carola und Alex sind zwar ganz nett, haben aber keinen Mumm in den Knochen. Denen fehlt einfach mein nordischer Kampfgeist. Die sind froh, wenn ihr Geschäft gut läuft und Brogan sie in Ruhe lässt. So, so. Das ist ja interessant. Dann machen wir als nächstes... Woher kommst du denn? Ich komme weit aus dem Norden. Die Region wirst du sicher nicht kennen. Bei uns regiert das ganze Jahr Schnee und Eis. Das Leben ist hart. Aber die Menschen sind viel herzlicher und nicht so politisch. Hier ist alles voller Neid und Intrigen. Außerdem herrschen hier so einige Unsitten. Die Menschen hier sind viel zu weich. Was machen Sie, wir denn falsch? Immer wird über das Wetter gejammert. Versuch mal 5 Minuten in einem von unseren Schneestürmen zu überleben. Dann beschwerst du dich hier nie wieder über das Wetter. Außerdem fressen die ja alle Gemüse. Sollen sie sich doch gleich zu den Schafen auf die Weide stellen. Fleisch und nichts anderes macht einen Mann stark. Ja, der redet von den Clans im Norden. Ja, Lumpi, das ist einfach ein Händler aus dem Norden. Und der erzählt da ein bisschen was drüber. Und für ihn sollen wir bei Brogan ein besonderes Schwert erwerben. Und dafür hat er uns jetzt schon im Voraus 700 Goldstücke gegeben. Damit werde ich natürlich durchbrennen, ist ja klar. Bis übermorgen haben wir Zeit, ihm das Schwert zu bringen. Ich glaube, hier muss man wirklich auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil man sonst wirklich die Konsequenzen dafür tragen muss. Also, hast du keine Nahkampfwaffen? Nein, leider nicht. Hanke will mich nicht beliefern
Und ansonsten gibt es hier ja keinen Schmied. Alles, was sonst in dieses Dorf kommt, hat der Bastard Brogan unter seiner Kontrolle. Wieso will Hanke dich denn nicht beliefern? Kunden sind doch immer gut, oder etwa nicht? Ich weiß auch nicht genau. Er beliefert nur Brogan, aber niemand weiß warum. So richtig glücklich wirkt er damit auch nicht. Ich vermute, Brogan hat ihn irgendwie übers Ohr gehauen. Ich glaube, Hanke war auch so ein Waffenhändler in Gothic 3 aus dem... keine Ahnung, irgendeinem Clan halt oben. Da gab's ja den Hammer-Clan, den Wolfs-Clan und was weiß ich was noch alles. Und ich glaube, der eine hieß auch Hanke. Irgend so ein Händler. Würde ja alles so ein bisschen auch passen, ne, zu ihm. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Bögen. Ja, wie er schon sagte, Bögen. Munition ohne Ende. Der präzise Schuss. Ein Buch, mit dem ich die Grundlagen vom Bogenschießen lernen kann. Das ist ja interessant. Entweder bekommen wir dadurch Prozente für das Bogenschießen oder Erfahrung. Keine Ahnung, irgendwas passiert da schon. Das hier ist ein Ring der Geschicklichkeit. Nun ja. Ich möchte die leichte Lederrüstung kaufen. 400 Gold. Nein, danke. Wir könnten ja quasi sein Gold nehmen, um eben diese Rüstung zu kaufen. Ach, mysteriöser Panzer. Mal sehen, zu welcher Kreatur dieser Panzer gehört. Ja, wir müssen ja für diese Frau hier irgendwas besorgen. Habe ich schon wieder vergessen? Bin ja 67 Jahre alt und altere sehr schnell, wollte ich sagen. Das tue ich auch. Und deshalb leidet mein Hirn ein bisschen. So, wen haben wir denn hier? Das ist eine Wache. Hier ist ein schöner Brunnen. Ja, das war sicherlich ein ziemlich großer Aufwand, Paul to Play, um diese kleine Modifikation zu erstellen. Die ist jetzt nicht so groß, aber man kann schon eine ganze Weile daran spielen. So 10 bis 15 Stunden, glaube ich, je nachdem, wie gründlich man ist, ne? Ich werde mal eben hier einen Zug ziehen. Was? Achso, ein stehendes Sumpfkraut ist das. Noch einer. Vielleicht passiert da ja was. Ja, außer ein bisschen Entspannung. Geht hier keine Post ab. Dann liegen hier ein paar Bücher rum. Was haben wir denn hier? Das sind ja echte Spielkarten. Krass. Da wird gezockt also. Ja, dieser Stand ist leider schon leer. Kein Wunder. Ist ja schon spät abends. Halt! Das Lager darf von niemandem betreten werden. Also verpiss dich. Schau mal dort, ein Scavenger. Willst du mich verarschen? Wenn hier nicht gerade ein Edelstein herumliegt, verlasse ich meinen Posten hier bestimmt nicht. Und jetzt, zieh ab! Ist ja gut. So, das ist Alexander. Kommt näher, Fremder. Schaut euch mein Sortiment an. Und ich verkaufe euch meine Waren zu den besten Preisen in ganz Remor. Aha, gut zu wissen. Wer bist du? Ich bin Alexander. Aber nenne mich einfach Alex, das tun die meisten hier. Ich mache momentan eine Lehre bei der Händlerin Carola. Sie steht dort. Deine Anwesenheit zeugt nicht nur von einem Mangel an Respekt, sondern auch von deiner Dummheit, Novize. Und hier ist er. Also ist deine Lehre jetzt beendet? Nein, nicht so ganz. So ein Stand am Marktplatz ist viel mehr Arbeit, als die Leute denken. Man muss Lieferanten auftreiben, Preise aushandeln, Bilanzen lesen können, die Buchhaltung machen, den rechtlichen Kram mit der Stadtverwaltung klären. Ach, und was. Natürlich noch am Stand stehen und Waren an den Mann bringen. Deshalb Super. Hilft Carola mir noch, überprüft alles und gibt mir nützliche Tipps. Klingt nicht gerade nach einem Traumberuf für mich. Ach, ich mag es. Es ist ruhig, man gerät nicht in Gefahr, hat aber trotzdem viel mit anderen Leuten zu tun. Trotzdem ist es wirklich anstrengend, ob du es glaubst oder nicht. Die Leute, die Händler werden, weil sie denken, man kann sich hier den ganzen Tag entspannen und ab und zu den Leuten etwas verkaufen, geben deshalb auch recht schnell wieder auf. Also auch dieser NPC hat eine tolle Stimme, muss ich schon sagen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passieren im Platz. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Marktlücke findet nicht mehr.
Alle Händler. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet? Oder gespielt Basler? Oder gespielt Trapattoni? Fergus hingegen verkauft seine Fische. Oh Mann. Ortolf und der verdammte Brogan liefern alle mit Waffen. Und der Alchemist kümmert sich um Kräuter, Magie und Tränke. Ja, und super. Jetzt komme ich mit. Halt, was ist mit Jasper? Der ist doch auch ein Händler. Jasper ist so eine Sache. Im Prinzip ist er gar kein richtiger Händler. Er hat eigentlich nur Mist im Angebot. Die Waffen taugen nichts, sind seit Jahren dieselben, weil sie keiner kaufen will. Nahrungsmittel gibt es bei Fergus und Carola frischer und billiger. Das Einzige, was die Leute dazu bewegt, bei Jasper zu kaufen, ist der Alkohol. Bei ihm gibt es gutes Bier und vor allem herrlichen Grog und Rum. Keine Ahnung, wo er das Zeug immer herkriegt. Alle hier im Dorf vermuten, dass Jasper irgendwelche anderen zwielichtigen Geschäfte am Laufen hat. Schließlich hat er ziemlich viel Geld. Natürlich. Aber die Leute halten ihre Nasen lieber da raus. Und genauso mache ich's lieber auch. Und was verkaufst du jetzt? Ich verkaufe Besonderes. Einzigartige Gegenstände, Tränke und Gerätschaften, die es sonst nirgendwo gibt. Wenn Kunden einen speziellen Wunsch haben, treibe ich den gewünschten Gegenstand auf, egal was es ist. Aber natürlich habe ich auch immer so allerlei Kurioses auf Lager. Siehst dir doch selbst mal an. Und wie laufen die Geschäfte so? Momentan wirklich gut. Ich bin überrascht, was die Leute hier für einen Bedarf an besonderen Waren haben. Ich dachte, Carola müsste mich anfangs mitfinanzieren, aber ich mache genug eigenes Geld. Nur eins ist mir ein Dorn im Auge. Brogan, der Mistkerl. Nicht nur, dass er das Waffenmonopol hat, der Bastard versucht immer wieder, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Warum? Was hat er gegen euch, wenn ihr keine direkte Konkurrenz seid? Er macht was aus Spaß, weil er einfach ein gemeines Arschloch ist. Er hat ziemlich viel Geld. All das dient nur seinem Vergnügen. Wenn er uns andere Händler sabotieren und behindern kann, gefällt ihm das doppelt so gut. Vor allem mich hat er sich, seitdem ich einen Stand habe, als Opfer auserkoren. Irgendwie meint er, dass ich ein Weichei bin und nichts aushalte. Aber ich weiß einfach nicht, was ich gegen ihn tun kann. Mir bleibt nichts anderes übrig, als einfach alles über mich ergehen zu lassen und zu hoffen, dass es mich nicht so schlimm trifft. Doch, Lumpi, die Dialoge sind einmalig, also... Da gibt's gar nichts auszusetzen. Sie sind einfach super. Als wenn sie qualitativ in einem Studio wie Bethesda oder so aufgenommen wurden. Das ist einfach gigantisch. Ne? Und auch die Form, wie die Dialoge geschrieben sind. Einfach super. Brauchst du noch irgendwas für dein Sortiment? An was hast du da denn gedacht? Ach, an nichts Spezielles. Hätte ja sein können, dass einer deiner Kunden einen speziellen Wunsch hat. Und da ich viel rumkomme, dachte ich... Dass du vielleicht etwas für mich auftreiben könntest? Danke für das Angebot, aber derzeit kann ich die Wünsche meiner Kunden alle zufriedenstellen. Okay, wie du meinst. Irgendwas ist mit meiner Fackel los. Zeig mir deine Waage. Tut mir leid, aber ich handle nur am Tag. Okay, haben wir sonst noch einen Händler hier? Ach, was ist denn da oben? Das ist der Gerard. Hier ist eine Puppe. Eine Strohpuppe. Wer bist du? Mein Name ist Gerard. Ich bin Hauptmann der Stadtwache. Und dein Gesicht gefällt mir nicht. Wieso? Ich habe doch gar nichts getan. Na und? Was willst du jetzt tun? Na und? Was willst du jetzt tun? Noch kann ich nichts tun. Aber ich werde dein unehrliches Gesicht beobachten. Sobald du einen Fehler machst, bin ich da. Und dann baumelst du am Galgen. Du siehst aus wie einer der Bauern, die hier leben. Woher kommst du? Woher ich komme? Von weit her. Die Stadt wird dir nichts sagen. Hier am Rande des Reiches kennt sie niemand. Sie heißt Trelis. Doch ich war so oft im Krieg, dass ich dort viel zu wenig Zeit verbracht habe. Aus Trelis also? In welchem Krieg hast du gekämpft? Ich kämpfte in vielen Kriegen. Ich diente unter General Lee, unserem König Robar, im ewigen Kampf mit Varant. Es gelang uns endlich, Lukor zu stellen und den Krieg zu beenden. Aber dann... Aber dann? König Robar II. Kam an die Macht. Lee wurde von diesen schleimigen Höflingen verleumdet. Man warf ihn in eine Strafkolonie. Wieso bist du jetzt hier? Ich bin einfach dieses sinnlosen Krieges müde geworden. Nachdem General Lee verurteilt wurde, bekam ich es auch mit der Angst zu tun und beschloss, den Rest meines Lebens in Ruhe zu verbringen.
Aber Weizen sehen ist nichts für mich. Und irgendjemand muss ja etwas gegen diese verdammten Piraten tun. Ist ja toll. Kannst du mir etwas beibringen? Nein, das Training ist ausschließlich Mitgliedern der Stadtwache vorbehalten. Wenn du etwas lernen willst, musst du dir einen anderen Lehrer suchen. Schade. Ich habe gehört, ihr habt Probleme mit Banditen. Nun, außerhalb der Stadt kannst du, wie in fast jedem Teil dieses Landes, einige dieser Verbrecher finden. Das ist richtig. Mir kommen in letzter Zeit auch immer mehr Berichte zu Ohren, dass diese kleinen Gruppen immer zahlreicher werden. Ich könnte sicherlich ruhiger schlafen, wenn diese Mörder und Verbrecher verschwinden würden. Allerdings kann ich keinen meiner Männer entbehren, da sie schließlich für die Sicherheit innerhalb der Stadt sorgen müssen. Nun, ich könnte mich doch um diese Banditen kümmern. So schwach wie du aussiehst, wird Piero dich wahrscheinlich nicht mal aus der Stadt lassen. Wie willst du diese Typen dann jagen? Ich kann es schaffen, glaube mir. Lass es mich versuchen. Verlieren kann ich ja nichts. Außerdem sollte die Umgebung um Remba wieder ein Stück sicherer werden. Nun gut, du hast den Job. Bringe mir von jedem Bandit, den du erledigst, seinen Kopf als Beweis. Ach Gott. Na, das kann ja eine Sauerei werden. Ich gebe dir für jeden dieser verdammten Bastarde 30 Gold. Was, nur 30? Das ist mir so wenig. Ich will mindestens 50 Gold. Ich lass eigentlich nicht mit mir feilschen. Sagen wir 40 Gold. Das ist mein letztes Angebot. Nimm es an oder lass es sein. Einverstanden. Ja, hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Ja, da geht's irgendwie noch weiter, aber es ist ein bisschen schade, dass es jetzt schon dunkel ist und ich muss von irgendjemand irgendwas besorgen. Ich darf hier keine Zeit vertrödeln, weil sonst irgendwelche Quests flöten gehen. Naja, aber ich nehme das jetzt einfach mal in Kauf und gehe nochmal eine Runde schlafen. Ich wollte einmal den Marktplatz durchlaufen und dann halt im nächsten Let's Play oder Stream dann weitermachen. Deshalb schlafen wir nochmal eine Runde kurz. Die stehen einfach mal alle auf. Verdammt, was ist los? Danke für das Platz machen. Sehr nett von dir. Okay. Dann nochmal zum Marktplatz. Ach, das ist übrigens das Haus des Buchhalters. Sieht ja auch ganz nett aus. Hier sind Tränke, die habe ich noch gar nicht mitgenommen. Aber ich glaube, der hat was dagegen, wenn ich einfach hier was mitgehen lasse. Achso, das sieht auch schön aus hier mit den Fischen an der Tür. Und wie gesagt, es gibt hier in der Mod verschiedene Fischarten. Und der pinkelt da einfach hin, während die Stadtwache vorbeiläuft. Auch sehr cool. Das ist eine Bürgerin, noch ein Bürger. Mit Alexander haben wir schon gesprochen. Zeig mir deine Waage. Der hat Amulett, Ringe, sogar einen permanenten Trank, andere Tränke. Die Geschichte von Remba. Die südländische Verteidigung. Eine Landkarte. Dietriche. Naja, aber ich will das Gold jetzt noch nicht ausgeben. Das gehört uns ja eigentlich gar nicht. Und ich habe keine Lust, dass mir der Kopf abgehakt wird für etwas, was nicht so schön wäre. Hier ist noch die Mattea. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein und... Oh. Kann ich jetzt einfach... Es kommt niemand, glaube ich. Ja, wenn gerade niemand da ist, dann... Schön. Ich bin ja arm. Dann gucke ich mal hier noch, wenn gerade mal keiner da ist. Das ist doch nicht etwa dieser Silvan. Ein neues Gesicht. Guten Tag, Herr Richter. Wieso hält mich bloß jeder für einen Richter? Liegt es daran, dass ich als einziger in dieser Stadt einen Hut trage? Ich bin Bürgermeister dieses Ortes. Silvan ist mein Name. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Schon gut, mein Junge.
Verzeih einem alten Mann, aber ich muss mich ein wenig ausruhen. Sprich mit Hauptmann Gerard, wenn du irgendwelche Probleme hast. Ja gut, das machen wir dann auch. Oh, wow. Das sieht doch alles sehr lecker aus. Kannst du mal einfach dich umdrehen? Was? Was hat die gesagt? Ihr Männer mit eurem Glücksspiel? Ich werde das irgendwie nicht verstehen oder sowas? Hat die gesagt, glaube ich. Ist ja witzig. Also geht's in dieser Mod darum, ein möglichst guter Dieb zu sein. Ja, man muss ja wirklich... Wir können auch schon von Anfang an die Diebestalente. Man muss hier wirklich so ein guter Dieb spielen, glaube ich. Das ist auch die Mission. Das lese ich mal vor, die wir eingangs erhalten haben. Und zwar Bonas Rubin. Bonas Haus ist gut bewacht. Zwei Wachen am Eingang, zwei Balkon und sogar drei Bogenschützen auf dem Dach. Ohne eine Armee komme ich da nicht rein. Am besten, ich halte mich erstmal an Jasper und die anderen Leute hier, um mir Ausrüstung und Informationen zu beschaffen. Ja, und die Mission bezieht sich darauf, na klasse, ich wurde einfach über Bord geworfen und weiß nur noch, dass ich irgendeinen Stein stehlen soll. Darum geht's. Und deshalb müssen wir ein guter Dieb sein, um das eben zu können. Ja, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum und ich denke, oh, eine Hankistruhe. Ja gut, dazu brauchen wir einen besonderen Dietrich oder einen Schlüssel. Kann man das klauen? Hallo, Schmied. Was willst du von mir? Klauen. Na, geht man so mit potenziellen Kunden um? Du bist kein potenzieller Kunde. Du bist nur irgendein Fremder, der mich von der Arbeit abhält. Ich muss noch eine Waffenlieferung für Brogan, den Scheißkerl, fertigstellen. Also zisch ab! Okay, das machen wir dann... zumindest nicht jetzt. Ich wollte erstmal hier nochmal ein bisschen rumgucken. Was? Merkwürdiger Kristall? Sieht verdammt wertvoll aus, fast wie Diamant. Ist aber leider keiner. Vielleicht kann ich irgendeine unterbezahlte Wache damit ablenken. Ah, ein Lederbeutel. Liegt einfach mal so rum. Und hier ist noch eine Truhe. Die kann man anscheinend öffnen. Und wir haben einen Dietrich. Und der ist direkt abgebrochen. Tja, das ist Pech. Und wie mich die meisten ja schon mittlerweile kennen, ich lebe eigentlich ganz gerne mit den Konsequenzen. Da wird nichts neu geladen. Das ist Brogan, da ist er ja. Das ist also dieser komische Kauz. Halt, du darfst die Stadt nicht verlassen. Warum darf ich die Stadt nicht verlassen? Wir haben so viele Probleme in der Stadt. Früher, als hier noch jeder rein und raus durfte, wie er wollte, wurde ständig etwas geklaut. Drinnen aus den Häusern von irgendwelchen Fremden und draußen auf dem Feld von hungrigen Einwohnern. Damit ist inzwischen Schluss. Außerdem sind früher immer irgendwelche jungen Leute rausgegangen, wollten Söldner, Ritter oder Magier werden. Fast nie kamen sie zurück. Wochen später fand man meistens ihre Leiche kaum 50 Meter vom Tor entfernt, angeknabbert von Wölfen, ermordet von Banditen. Wir haben zu wenig Leute, um sie ständig den Viechern oder gar den Banditen da draußen zum Fraß vorzuwerfen. Und solange wir dir nicht vertrauen und sicher sein können, dass du da draußen auch überlebst, kommst du an mir nicht vorbei. Okay. Okay. Wer bist du eigentlich? Ich bin Piero. Ich stehe hier am Tor Wache und passe auf, dass solche Bengel wie du nicht rauskommen und sich fressen lassen. Natürlich passe ich auch auf, dass nichts und niemand hier reinkommt. Mir hast du es zu verdanken, dass du nicht nachts aufwachst und ein Wolf von deinem Fuß knabbert. Du bist ja ein ganz toller.
Das stimmt schon. Ein Tor würde ich das hier nicht nennen. Ja, verdammt, es ist ein beschissenes Loch in der Mauer. Und weißt du, wem wir das zu verdanken haben? Ich frage mich, warum verdammten Troll. Ein Troll? Was ist passiert? Eines Tages kam ein Fremder schreiend auf unser Dorf zugerannt und hinter ihm rennt dieses Riesenungetüm. Damals hatten wir noch ein richtiges Tor mit Fallgitter und allem drum und dran. Komm hinter die Mauer, haben wir gerufen. Und als er drin war, schnell das Gitter runtergelassen. Aber was macht dieser dämliche Troll? Das Vieh hatte so viel Schwung und Kraft, dass es einfach durch unser Tor durchgerannt ist. Auf einmal war unser Tor weg. Unsere Mauer hatte ein Loch und ein Troll stand auf dem Marktplatz. Wie seid ihr den Troll wieder losgeworden? Tja, das war gar nicht so leicht, denn alle sind weggerannt wie feige Ratten. Nur ich stand noch hier. Das stinkende Ungetüm drehte sich gerade zu mir um. Dann kam Innos sei Dank Hauptmann Gerard und hat das Mistvieh so lange mit Schlägen eingedeckt, bis es brüllend geflohen ist. Wo ist der Troll jetzt? Keine Ahnung. Falls du ihn jemals siehst und die Möglichkeit hast, die Bestie einen Kopf kürzer zu machen, für sein Fell würde ich ordentlich was springen lassen. Wegen dem Mistvieh muss ich ständig aufpassen und alles töten, was ankommt, anstatt einfach das Gitter herunterzulassen. Ja, ich werde mal schauen, was sich da machen lässt. So kalt und trocken, dieser Held. Das ist schon klasse. Ja, also es gibt hier noch zahlreiche Menschen, mit denen wir sprechen können. Vielleicht erpresst ihn wohl. Das sieht auch alles wirklich sehr, sehr nett aus. Und ja, seht ihr, deswegen habe ich gesagt, wir sollten lieber mal eine Runde schlafen. Da hängt wirklich einer. Das ist krass. Da hängt einer. Wow. Ich will nicht wissen, was dieser Gurkenkopf alles getrieben hat, um da oben zu hängen. Da. Naja, der sieht schon ein bisschen... der sieht ziemlich tot aus. Den haben sie vorher richtig durchgeprügelt, glaube ich. Ja, der dreht sich sogar. Der ist animiert, das ist ja krass. Geil. Ah, wen haben wir denn da? Also das finde ich ja mal richtig geil. Ja, das stimmt. Der aufgeknöpfte ist sogar animiert. Klasse. Der bewegt sich im Wind. Sehr, sehr nice. Und viele andere Sachen auch. Ach, da oben sind ja die Bogenschützen von diesem Typ da, der gut bewacht wird. Also da hinten geht's noch raus in die Landschaft, das kann man hier gut erkennen. Schön, dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle hier ab. Ich werde jetzt auch hier speichern, dann weiß ich nämlich, dass wir beim nächsten Mal hier noch mit ein paar Leuten reden müssen. Hast du heute Suppe probiert? Sie schmeckt heute wieder einmal besonders gut. Das war ein sehr schöner Part, hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich ziehe jetzt schon meinen Hut vor dieser Modifikation ab. Also ich muss schon sagen, eine hochwertige Sprachqualität ist unglaublich. Und auch hier die ganzen Futures und so, die ganzen Details, da steckt auch viel, viel Liebe drin. Das habe ich bisher auch bei Valendor gesehen aus dem Leben... Ja. Oder im Auftrag des Königs, so heißt die Modifikation. Auch wenn er es nicht zugibt. Auch dort wurde... Es war sehr dumm von dir, mir zu folgen. So sauber gearbeitet. Also Leute, danke, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, euch hat diese Modifikation auch gut gefallen. Ihr habt jetzt nicht so viel gesehen, aber mir geht es ja im Endeffekt genauso. Na, ich bin jetzt bisher auch noch nicht so weit gekommen. Die Stadt dürfen wir eh nicht verlassen im Moment. Also von daher haben wir noch nicht so viel verpasst. Und naja, entweder auf YouTube oder hier, wo ihr wollt. Also, ich wünsche euch noch einen guten Abend. Und man sieht sich dann wahrscheinlich am Wochenende wieder. Bis dahin. Tschüss zusammen.